Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir beraten heute im dritten Jahr dieser Koalition und nach einem Dreivierteljahr der Corona-Krise den letzten Einzelplan von Ministerin Karliczek. Zur Erinnerung, nach 3 Jahren erhalten Studierende in aller Regel, wenn alle Leistungen gebracht wurden, den Bachelorabschluss. Alle Leistungen erbracht mit Blick auf die Ministerin, das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht bescheinigen, nicht einmal bezüglich Ihrer selbst angekündigten Vorhaben. Ich habe mich immer wieder gefragt in den letzten 3 Jahren, wann endlich fängt diese Ministerin an zu brennen? Wann kommt da mal Leidenschaft drüber, für ihr Ressort zu kämpfen? Ich habe es nicht bemerkt und Tausende haben Folgen davon zu tragen. Im Sommer sind die neuen Zahlen, es wurde schon angesprochen, man muss es aber noch mal ausdrücklich hier vertiefen, sind die neuen Zahlen der BAföG-Geförderten veröffentlicht worden. Von einer Trendwende kann wieder überhaupt keine Rede sein. Wie befürchtet ist der Kreis der Geförderten wieder geschrumpft. Nur noch 11% bekommen BAföG. Vorher waren es wenigstens 14. Und nur 7% bekommen überhaupt den vollen Betrag. Das hat zur Folge, dass 69% der Studierenden nebenbei jobben müssen. Und natürlich ist völlig logisch, dass infolge der Corona-Krise sofort für viele Studierenden beim Wegfallen der Minijobs eine Existenzfrage auftauchte und dass die Reaktionen natürlich auch erwartet wurden von Seiten dieses Ministeriums. Und das, was Sie getan haben für Studierende, mit Verlaub, das war zu wenig, es kam zu spät und es ist nicht attraktiv genug für die Studierenden. Die Krisenpakete haben Milliarden enthalten. Manches sinnvoll, manches weniger sinnvoll. 10 Milliarden beispielsweise für die Rüstung, weniger sinnvoll. 9 Milliarden für die Lufthansa, lässt sich drüber streiten. Aber nicht mal 1 Milliarde für 2,9 Millionen Studierenden. Und das finde ich einen ziemlichen Skandal. Sie lassen jene im Stich, für die Sie eigentlich mit Verantwortung übernommen haben. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Zweitens, Sie haben uns gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit wissen lassen, wie sehr Ihnen die Berufsbildung am Herzen liegt. Auch hier spürbar Herzschwäche. Außer kosmetischen Neuerungen ist im Berufsteil gar nichts passiert. Es wurden ein paar Master- und Bachelor-Titel eingeführt, aber es gab für junge Menschen keine echte Verbesserung. Viel schlimmer, die Zahl ausbildender Betriebe ist weiter rückläufig. Sie wäre auch weiter rückläufig ohne Corona, das wissen Sie. Und die finanziellen Corona-Anreize, die jetzt eingestellt wurden, sind für die meisten Unternehmen vollkommen unattraktiv. Und hinzu kommt, dass 2 Millionen junge Erwachsene überhaupt keinen Berufsabschluss haben. 2020 hätte also ihr Jahr werden können für eine Investitionsoffensive, für Ausbildungsförderung für junge Menschen. Aber was ist da? Nichts, weit gefehlt, Fehlanzeige. Im Gegenteil, Haushaltstitel, die eingestellt worden sind, wie Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung oder Sicherung von Ausbildung oder Maßnahmen zur Verbesserung der Berufsorientierung, haben die geringsten Mittelabflüsse. Es ist doch nicht die Zeit, um auf dem Geld hocken zu bleiben. Und Herrn Rupprecht will ich sagen, wenn Sie mit der Ausbildungsumlage oder Abgabe immer noch so frempeln, tun Sie mir einfach leid. Die Bauwirtschaft macht das seit Jahrzehnten und einige Bundesländer haben das erfolgreich im Pflegebereich eingeführt. Insofern hören Sie auf, die Ausbildungsumlage zu verteufeln. Viel wichtiger wäre jetzt eben etwas zu tun, beispielsweise auch für überbetriebliche Berufsbildungsstätten, die einen Ausgleich schaffen könnten in dieser Zeit. Frau Ministerin, zehntausende junge Menschen sind jetzt auf Ihre Unterstützung angewiesen und werden aber genau genommen im Regen stehen gelassen. Und das gleiche, dritte Beispiel, gilt für die Hochschulen, gilt für die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Über 80% arbeiten dort mit befristeten Verträgen. Das ist für verlässliche wissenschaftliche Karriereplanung und Leistungshonorierung völlig unakzeptabel. Insofern, jawohl, insofern muss ich Ihnen sagen, wären Sie eine solche, aus unserer Sicht, Sie hätten nicht mal Chance auf einen Anschlussvertrag. Vielen Dank, Dr. Petra Sitte. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Nächster Redner für Bündnis 90 Die Grünen, Kai.